Stefan Schmidt ist ein deutscher Kapitän und Flüchtlingsbeauftragter des Bundeslandes Schleswig-Holstein. Mit ihm spreche ich über den Tod im Mittelmeer, die Seenotrettung und die Zuwanderung. Ja. Herr Schmidt, und Sie haben das alles hautnah selbst erlebt. Mit der deutschen Kap Anamur haben Sie 2004 afrikanische Schiffbrüchige gerettet. Und in Italien wurden Sie dann als Schleuser verhaftet. Wie tief sitzt dieser Stachel heute immer noch? Der Stachel sitzt eigentlich nur so tief, wie er mich veranlasst, dass ich weitermache und gegen diese Ungerechtigkeit, die es auf der Welt gibt, anarbeite. Also es ist nicht so, dass ich jetzt auf Italien besonders böse bin, weil ich weiß, die Italiener an sich waren alle voll hinter mir. Das haben wir im Gefängnis gemerkt. Aber das war einfach nur die Regierung und die ist ja jetzt noch schlimmer geworden. Sie wollten damals helfen, aber die Anklage sagte gegen Sie bandenmäßige Beihilfe zur illegalen Einreise in besonders schwerem Fall. Ihnen drohten 4 Jahre Haft und der Prozess dauerte 5 Jahre. Was hat das mit Ihnen gemacht? So leicht schüttelt man das doch nicht ab. Schüttelt man nicht so leicht ab, aber es hat genau das aus mir gemacht, was ich jetzt bin. Also ich weiß jetzt genau, was ich will. Ich arbeite mit aller Kraft, die ich noch habe. Ich bin ja auch schon ein klein bisschen älter. Gegen Ungerechtigkeit und gegen diese ganzen Lügen, die da aufgebaut werden. Ich meine, wenn ein Kapitän Menschen aus Seenot rettet, dann müsste eigentlich die ganze Welt sagen, Mensch, super, hast du gut gemacht. Und dass nicht irgendwelche Vorwürfe aufgebaut werden, die, genau wie jetzt wieder. Genau die gleichen Lügen, die jetzt wieder gegen die Kapitäne der NGOs aufgebaut werden. Sie sagen, Sie sind gegen Ungerechtigkeit. Die Afrikaner, die Sie damals gerettet haben, wurden alle wieder zurück abgeschoben, weil sie falsche Angaben über ihre Herkunftsländer gemacht haben. Fanden Sie das gerechtfertigt oder ungerecht? Also zum einen ist es so, dass nicht alle abgeschoben worden, sondern einer durfte da bleiben und ist immer noch da. Und wir wissen bis heute nicht, und er weiß auch nicht, warum. Und es ist ja auch egal. Also wenn ein Kapitän Leute aus Seenot rettet, dann muss er sie nicht fragen, wo sie herkommen. Dann muss er nicht fragen, ob sie braun oder grün im Gesicht sind, sondern er muss sie an einen sicheren Platz bringen. Das ist alles. Mehr muss er nicht. Ich verstehe, aber fanden Sie gerechtfertigt, dass man das als illegale Einwanderung angesehen hat in Italien? Nein, gar nicht. Gar nicht. Also das ist natürlich etwas anderes, wenn wir sie an Land bringen. Muss erstmal geprüft werden, wo kommt ihr wirklich her? Habt ihr Asylgründe? Das wurde ja gar nicht geprüft. Und das ist schon ein großer Fehler. Das ist total gegen jedes Gesetz. Heute, viele Jahre danach, hat die Flüchtlingskrise am Mittelmeer oder im Mittelmeer noch viel größere Ausmaße. Bislang sind in diesem Jahr allein schon 1.800 Menschen ertrunken nach UN-Angaben. Inzwischen sieht es aber so aus, als sei die private Seenotrettung vielen Mittelmeeranrainerländern ein Dorn im Auge. Ist die Beobachtung richtig? Ja, das ist richtig. Das ist leider richtig, wo ich sehr froh darüber bin, dass in Spanien sich das ein bisschen gewandelt hat, obwohl wir natürlich jetzt auch alles dran setzen müssen, wieder Spanien zu unterstützen. Also wir können nicht sagen, okay, das Problem ist gelöst, Spanien macht es schon. Ich habe gerade gemerkt, dass die deutsche Bundeskanzlerin auch mit dem spanischen Ministerpräsidenten gesprochen hat. Und ich finde, wir sollten auch, wir sind eins der reichsten Länder der Welt, wir sollten nicht einfach die Augen zumachen und uns sicher wähnen, weil wir innerhalb von lauter sicheren Drittländern sind. Sie haben die Bundeskanzlerin erwähnt, mit anderen Regierungschefs will sie zuvorderst das Problem der Schlepper bekämpfen, weil die Menschen in den Tod schicken. Finden Sie das einen richtigen Ansatz? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wenn man jetzt bedenkt, wenn die Schlepper wären weg, das war ja eine Zeit lang aus Brüssel immer die erste Meldung, wieder sind 300 Flüchtlinge ertrunken, Schlepper müssen weg. Was passiert, wenn Schlepper weg sind? Dann, und das ist jetzt ein bisschen provokativ gesagt, dann verhungern die Leute am Strand von Nordafrika, weil sie nicht mehr auf die See hinauskommen, dass ihnen aber keiner hilft. Und dann sitzen sie am Strand von Nordafrika und verhungern. Also ich weiß nicht, ob Verhungern ein besserer Tod ist als Ertrinken. Das Ganze ist irgendwo, wird irgendwie nie richtig angefasst. Aber es gibt auch die Gegenthese, es gibt Menschen, die sagen, weil sehr viele private Seenotretter vor den Küsten kreuzen, sind die privaten Helfer auch Teil des Geschäftsmodells der Schleuser. Das sieht der österreichische Bundeskanzler Kurz so. Vor Australien sagt er, ertrinkt niemand mehr, weil die Flüchtlinge wissen, dass sie zurückgeschickt werden. Was antworten Sie dem? Also da antworte ich, dass Herr Kurz wohl ein wenig zu kurz denkt. Er sollte mal erst mal die Welt studieren, bevor er da irgendwelche bescheuerten Antworten gibt. Wir haben von 2 großen Universitäten, aus London und aus Oxford, haben wir Urteile darüber, ob es diesen Pull-Effekt gibt. Und die haben das jahrelang also, geprüft. Also, dass Flüchtlinge animiert werden. Durch die gepullt werden sozusagen, animiert werden. Und die haben beide bestätigt, dass es das nicht gibt. Und unsere Erfahrung ist es auch.
Es gibt nun diese Studien, es gibt aber auch ja die faktische Beobachtung, seit die Balkanroute geschlossen ist, kommt niemand mehr über diesen Weg. Müssen Sie das nicht auch zur Kenntnis nehmen als Argument? Da haben wir uns natürlich auch fürchterlich aufgeregt, wenn Herr de Maizière gesagt hat, die Flüchtlingsprobleme sind gelöst, bloß weil da ein Zaun gesetzt wurde. Und auf der anderen Seite des Zaunes haben wir ja Bilder gesehen, wie die Menschen dann im eiskalten Wasser versucht haben, sich zu waschen, weil niemand ihnen geholfen hat. Wir, zum Beispiel auch wir als Borderline Europe Menschenrechte ohne Grenzen, sind mit einem Lastwagen hingefahren und haben Suppe verteilt, weil sonst sich keiner zuständig fühlte. Und das darf nicht sein. Kommen wir nochmal zurück auf die Seenotrettung. Es gibt ja auch einen anderen Ansatz. Was sagt eigentlich das internationale Seerecht über Nothilfe? Also es wird gesagt, ein Kapitän muss jeden, den er in Seenot trifft, retten. Und muss ihn in einen sicheren Platz bringen. Das ist alles. Mehr gibt es da nicht. Ist es nicht so, dass die Schlepper aber auch dieses Notrecht instrumentalisieren, weil sie die Schiffe marode Schiffe nehmen, kein Sprit an Bord dabei, dass sie sozusagen provozieren, dass Retter diese Menschen retten müssen? Fühlen Sie sich da nicht als Retter missbraucht auch? Das kann schon so sein, aber an erster Stelle stehen bei mir die Menschenleben. Ob da jemand irgendwas missbraucht, das ist ja erst an zweiter Stelle. Aber Menschenleben, nicht Grenzen müssen geschützt werden, sondern Menschen. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Und auch für die NGOs, die im Mittelmeer jetzt helfen. Sie brennen für diese Position und diese Aufgabe. Sie machen Ihr Amt ehrenamtlich, obwohl man Ihnen auch angeboten hat, man könnte das auch gegen Bezahlung tun. Sie haben das abgelehnt. Und Sie sagen auch, niemand flieht ohne Grund. Ja. Heißt das denn im Umkehrschluss, wenn es nach Ihnen ginge, müsste man jeden Flüchtling aufnehmen? Man müsste erstmal jeden Flüchtling retten. Davon abgesehen. Retten ja. Von aufnehmen permanent ist dann eine ganz andere Sache. Da müssen wir dann unsere Asylgesetze ändern. Da müssen wir gucken, wer hat wirklich einen Grund geflohen zu sein und bei uns zu sein. Das ist die zweite Sache. Aber das darf man nie vermischen mit gar nicht erst retten, weil vielleicht ist ja einer dabei, den wir gar nicht hier haben wollen. Da gibt es ja gerade Anstrengungen, das Asylrecht respektive ein Einwanderungsrecht zu schaffen. Sehen Sie da Hoffnung, dass das in bessere Bahnen geht als bisher? Also wenn man das vermischt mit dem, was Daniel Günther, unser Ministerpräsident, gerade gesagt hat, dass man also auch Gründe schaffen soll, dass man Leute hier lässt, weil wir sie in Anführungsstrichen brauchen und da nicht so sehr auf die Papiere guckt, das finde ich dann super. Ja, das sollte man machen. Wo ziehen Sie die Grenze zwischen denen, die kommen und bleiben dürfen und denen, die wieder gehen müssen? Das ist ja eben der ganz schwierige Fall auch. Es gibt ja Schicksale, wo Menschen aus Ländern kommen, wo jetzt nicht offiziell festgestellt tatsächlich Verfolgung herrscht, aber die Lebensverhältnisse so schlecht sind. Begründet der Wunsch nach nach einem besseren Leben schon ein Recht auf Wahl des Wohnsitzes? Also meiner Ansicht nach schon. Und Herr Stegner hat sogar, als er Innenminister von Schleswig-Holstein gesagt, wenn ich meine Kinder in diesen Situationen hätte, würde ich auch die Flucht irgendwohin wagen, wo sie eine Perspektive haben. Also ich denke, da sollen wir ganz genau jeden Einzelfall ansehen. Denn Wirtschaftsflüchtlinge gibt es für mich nicht. Wie Sie damals vor 9 Jahren, steht jetzt in Malta wieder ein deutscher Kapitän vor Gericht. Klaus-Peter Reisch hat mit der Lifeline, einem deutschen Rettungsschiff, 230 Menschen gerettet, soll aber ohne ordnungsgemäße Registrierung eingelaufen sein. Wir können den Fall jetzt nicht im Einzelnen bewerten, aber dürfen Retter auch Regeln missachten? Da begebe ich mich ein bisschen auf dünnes Eis, aber ich sage, wenn es um Menschenleben geht, darf man auch gegen ein Gesetz handeln. In welchem Fall? Ja, da müssen wir diesen Fall nehmen von dem Kapitän, der jetzt angeklagt ist, weil die hatten eine ordnungsgemäße Eintragung in ein holländisches Register. Die hatten den Die Niederländer bestreiten das. Ich habe mit denen selbst telefoniert hier in Berlin, die bestreiten das, aber wir haben die Papiere. Wir haben die ordnungsgemäß ausgestellten Papiere und das muss ich den Niederländern leider vorwerfen, dass sie jetzt den Schwanz einkneifen und sagen, nö, das Schiff, was gerettet hat, das ist nicht unseres. Ich bin da stinksauer auf die Niederländer. Sie haben damals auch eine Regel missachtet. Das hat in Deutschland dazu geführt, dass die Aktion der Kap Anamur sehr umstritten war. Sie sind nämlich auch ohne Erlaubnis eingelaufen in einen sizilianischen Hafen. Bereuen Sie das heute? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir mussten einlaufen. Es gab eine Situation an Bord, wo man befürchten musste, dass es gefährlich wird. Es hätte ja sein können, die Leute waren alle total nervös. Die waren alle am Ende ihrer Kräfte. Dass die sagen, wir übernehmen das Schiff mit 37 jungen Männern, hätten sie leicht machen können. Und wir fahren einfach an den Strand. So. Es stand nicht direkt bevor, aber so als Kapitän muss man auch immer 3 Schritte vorausdenken.
Und dann sind wir eben nicht einfach eingelaufen. Wir sind auf den Hafen zugefahren, haben Anker geworfen und dann ist alles ganz ordnungsgemäß abgelaufen. Also dann kam der Hafenarzt, dann kam der Lotse. Es war alles nicht illegal, weil wenn ich anmelde, als deutsches Schiff in einen italienischen Hafen einzulaufen und ich habe zunächst auch die Antwort von der Behörde, ja, alles okay. Und die haben 7 Tage lang nicht uns gesagt, warum wir denn plötzlich doch nicht einlaufen dürfen. Alles Politik. Sie sagen, als Retter darf man Regeln missachten. Der deutsche Innenminister sieht das ganz anders. Sie haben dem einen Brief geschrieben und er hat geantwortet. Worum geht's da? Also den ersten Brief hat er beantwortet, aber nur wie so üblich bei Politikern mit Wischiwaschi. Was wollten Sie von ihm? Ich wollte von ihm, dass er das mal klärt, dass sie die NGOs im Mittelmeer unterstützen und nicht kriminalisieren. Daraufhin hat dann ein Staatssekretär von ihm, ich glaube Herr Weinberg heißt er, geantwortet, aber die Antwort brauche ich Ihnen gar nicht sagen, weil die war nichtssagend. Der zweite Brief, den wir geschickt haben, da haben wir auch gleich dabei gesagt, passen Sie auf, dieser Brief wird als offener Brief geschickt und wenn Sie antworten, wird es auch öffentlich gemacht. Darauf hat er nicht geantwortet. Sie warten noch auf eine Antwort? Da warten wir noch drauf, ja. Ich würde Ihnen ja gerne mal selber sprechen. Vielleicht können wir ja noch mal miteinander reden, wenn Sie die Antwort bekommen haben. Wir sind schon beim Ende unseres Gespräches, ja. Herr Schmidt, und kommen zu unseren 3 unvollendeten Sätzen mit der Bitte an Sie, die zu ergänzen. Italiens Justiz wollte mich zum Schleuser abstempeln. Ich dagegen sehe mich als? Helfer. Wenn ich noch mal in eine solche Situation käme, würde ich? Sofort wieder handeln. Weil das Sterben im Mittelmeer nicht aufhört, sollte Deutschland als allererstes? Die jetzt das Retten übernommen haben, voll unterstützen. Herr Schmidt, herzlichen Dank für das Interview. Gerne.